Nein, Freunde, ich bin nicht fertig geworden. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also könnten wir eventuell doch richtig liegen. Der schallt ordentlich. Der nicht. Das könnte der Hauptsammler für den Massnerbach sein. Zwischendurch habe ich jetzt mal gerade auf meine Navigationskarte geguckt. Und gesehen, dass ich hier bequemer zurück zum Auto laufen kann. Ja. Naja. Was haben wir jetzt hier? Das kann doch gar nicht. Das ist doch Kacke. Ja, doch. Ich weiß es wieder. Hier begann der Massener Bach als Göttelbecke. So war es. Und auch in diesem Flussbett schnurgerade geradeaus. Müsste es hier auch einen Kanal geben. Müsste. Ich würde da so gerne runtergehen, Freunde. Aber nein. Ich habe Angst, wegzurutschen. Gehen wir mal hier ein paar Meterchen. Das ist hier wirklich höchst interessant. Dementsprechend müsste auch hier gleich irgendwo ein Kanal sein. Vorne ist ein Zulauf. Herrlich ist das hier. Ach, ne, hier ist schon wieder dieser verkommene Weg. Hier ist doch dieser komische Trecker entlang gefahren. Ich verstehe das nicht. Ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Lassen wir es. Ich muss mir mal die alten Pläne noch mal angucken. Ich blicke hier nicht mehr durch. Aber
Na, Zulauf von gerade, der sah ja wirklich bombastisch klasse aus. Wisst ihr was? Ich werde mal gucken, ob ich von der anderen Seite mal gucken kann. Aber das ist hier wirklich... Also das hier ist wirklich ein schönes Stück Erinnerung. Ein wunderschönes Stück Erinnerung. Oh, dank eines netten Hinweises von zwei Damen geht meine Tour tatsächlich weiter. Ich zeige euch gleich noch was. Ist jetzt ein bisschen anstrengend, aber es wird sich hoffentlich lohnen. Ich hoffe, das geht euch nicht auf die Nerven, auf den Geist, dass ich hier zwischendurch mal im Englischen skippe. Also immer so ein paar Schritte überspringen, sonst ist der Speicher voll. Ich habe auch im Leben nicht mit einem dritten Teil gerechnet. Und hatte erst gedacht, dass das hier der Massener Bach war. Ist er aber gar nicht. Ich habe im Übrigen auf meine Karte geguckt und festgestellt, dass es sich hier um die Massener Bahnhofstraße handelt. Ihr wisst gar nicht. Das ist aber auch eine schöne Pflanze. Die riecht aber auch schön. Ihr wisst überhaupt nicht, wie kaputt ich bin. Nur weil ich einen Bachlauf suche. So. Hier sind wir wieder. In unserem Massener Bach. Hier ist ja nie eine Köttelbecke gewesen. Nie. Das weiß ich ganz genau. Erst unterhalb von der Massener Bahnhofstraße. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ich werde noch einen Weg finden. Ja, wo ist unser Weg hier? Gehen wir mal hier rein, am Rabenkamm. Irgendwo muss der Bachlauf sehr sein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da hinten rechts geht es auch weiter. Na, schauen wir mal hier. Ich glaube, ich komme der Sache näher. Schön. Wunderbar. Das ist das, was ich sehen wollte. Und hier begann unser Massener Bach mit einer Rechtskurve als Köttelbecke. Aber ich bin noch nicht fertig. Schöne Osterglocken. Jetzt habe ich wieder Energie und Lust, weiterzukommen.
hier nie eine Köttelbecke gewesen. Was ist das? Das möchte ich mir auch noch mal anschauen. Abwassertechnische Anlage. Ich würde mal behaupten, dass hier unser Abwasserkanal Massener Bach beginnt. So, ich bin genug getriezt worden jetzt. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto. Vielen Dank fürs Zuschauen, für dieses lange Video. War mal wieder sehr lehrreich und informativ. Ich bin für heute raus. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.